weiterhin der BXW Shotgun Champion Norman Harras. Norman, also die ein oder andere Zunge würde behaupten, dass Es ist mir komplett egal, was irgendwelche Zungen hier behaupten. Es ist mir komplett egal, womit du jetzt schon wieder ankommst. Fakt ist, ihr seid gerade Zeuge geworden von einer grandiosen, glanzvollen Shotgun-Titelverteidigung. Wie ihr es von mir gewohnt seid in den letzten Wochen. Wie ihr es von mir in den nächsten Monaten noch sehen werdet. Also komm. Aber wie lange glaubst du, wirst du noch Champion bleiben, wenn das immer so haarscharf ist? Das heißt ja nicht haarscharf, das ist ein iterativer Prozess, okay? Jedes Mal nimmt man ein bisschen was mit, man lernt dazu, man verbessert sich. Du hast den Hitzkopf doch gerade gesehen. Gar kein Problem, habe ich für mich genutzt. Und ich habe gewonnen, ich stehe hier als Shotgun-Champion. Gut, wenn du das so siehst, aber du weißt ja immer, wenn ich hier hinkomme, habe ich noch ein besonderes Goodie für dich. Und zwar deinen nächsten Herausforderer. Auf den triffst du aber erst bei Dead End. Oh, habe ich eine Woche frei? Das ist aber großzügig von euch. Und möchtest du nicht wissen, auf wen du triffst? Es ist mir ganz egal, auf wen ich treffe. Du hast es doch gesehen. Egal, wen man mir hier vorsetzt, ich werde damit fertig. Ich gewinne. Ich bin und bleibe Shotgun Champion. Gut, dann ist es dir ja auch sicherlich egal, dass du auf Vincent Heisenberg treffen wirst bei Dead End. Das ist doch lächerlich. Vincent Heisenberg, schon wieder? Schon wieder Vincent? Ich kann doch nichts dafür. Was ist denn die Faszination an diesem Typen? Wieso muss ich denn alle paar Monate mich wieder mit diesen... Okay, versuchen wir das ruhig und zivilisiert. Ich habe Vincent Heisenberg eindeutig besiegt. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Ich habe ihn beim Cash Grand Prix vorgeführt. Der Junge, der soll sich wieder ans Buffet verziehen. Der soll da seinen Kuchen essen, seine Schokoriegel. Kann er sowieso besser, als sich hier im Ring zu blamieren. Das sind auf jeden Fall sehr harte Worte. Du scheinst ihn überhaupt nicht als Wrestler zu schätzen. So Heisenberg's heard enough. Look at this. Vincent Heisenberg storming out here. Diesen verdammten, dieses Dreckding, ja, liebt ihr.